Dieses Video soll Ihnen einen kurzen Überblick über die SMAP3D Plant-Design-Produkte geben. SMAP3D PNID ist ein intelligentes 2D-Programm für die verfahrenstechnische Planung. In dem Paket sind eine umfangreiche Symbolbibliothek sowie eine intelligente Komponentendatenbank enthalten. Die hier gezeigte Baugruppe soll nun um zusätzliche Komponenten erweitert werden. Dazu öffnen wir die Datenbank und nutzen die umfangreiche Suche, um eine Pumpe zu finden. Mit einem Doppelklick auf den Eintrag bekommen wir das passende Symbol automatisch an den Cursor und können es auf der Diagrammseite ablegen. Sobald das Symbol auf der Zeichenfläche abgelegt wird, verlangt eine Eingabemaske automatisch eine Tag-Nummer. Mit der Funktion Nächste Freie können wir diese an unser bestehendes System anpassen. Durch die Verknüpfung mit der intelligenten Datenbank wurden automatisch wichtige Parameter wie die Anschlussgrößen an das Symbol geschrieben. Zusätzlich können wir prozessspezifische Informationen in den Symboldatenfeldern hinterlegen. Wir gehen davon aus, dass hier Wasser mit einer Temperatur von 60 Grad gefördert wird. Ist unser Symbol platziert, können wir mit dem Zeichnen der Rohrleitungen beginnen. Dazu holen wir einen Linienstil unserer Wahl aus dem Pick-Menü und skizzieren den Leitungsverlauf. Anschließend öffnen wir die Liniendaten und vergeben zuerst eine Rohrleitungsnummer und im Anschluss eine Rohrklasse und einen Durchmesser. Das Arbeiten mit Rohrklassen steigert die Prozesssicherheit und erhöht die Effizienz. Analog zu den Symboldatenfeldern können wir auch hier prozessspezifische Informationen eintragen. Die Software generiert aus allen vorhandenen Informationen automatisch ein intelligentes Linientag. Sollte das Diagramm einmal zu unübersichtlich werden, hilft eine Führungslinie, den Durchblick zu behalten. Wir nutzen die Funktion Aus Rohrklasse platzieren, um ein Absperrventil in der Leitung zu verbauen. Dadurch filtert die Datenbank automatisch alle Teile heraus, die in dieser Rohrklasse zugelassen sind. Die Funktion Autobenennung vergibt eine passende Tag-Nummer für unser Symbol. Bei der Platzierung dreht sich das Symbol automatisch korrekt in den Verlauf der Leitung. An diesem Symbol soll noch ein Stellantrieb angezeigt werden. Wir wählen im Dropdown-Menü die entsprechende Variante. Am Behälter B2001 soll ebenfalls noch eine Rohrleitung verbaut werden. Dabei gehen wir genauso vor wie bei unserer ersten Rohrleitung. Wir zeichnen unseren Leitungsverlauf und wählen anschließend eine Rohrklasse und einen Durchmesser. Mit dem intelligenten Design-Check kann das Projekt auf Probleme und Fehler überprüft werden. Auftretende Fehler werden mit einem Klick automatisch hervorgehoben und können bequem korrigiert werden. In diesem Beispiel stimmt der Leitungsdurchmesser nicht mit dem Anschlussstutzen am Tank überein. Das Problem wird gelöst, indem wir eine Reduzierung in der Leitung verbauen. Nun können wir den Durchmesser der Rohrleitung anpassen. Damit ist das Problem gelöst. In einem Projekt können automatisch verschiedene Listen und Reports generiert werden. In unserem Projekt sind bereits Datenblätter, Wartungslisten für Pumpen und Behälter sowie eine Stückliste enthalten. Wir fügen nun eine Komponentenliste aus dem Explorerbaum hinzu. Hier sind alle verbauten Komponenten nach ihrer Tag-Nummer sortiert. Mit einem Doppelklick können wir ganz einfach zu den entsprechenden Bauteilen auf die Diagrammseite springen. Diese können nun beliebig weiterbearbeitet werden. Neben dem Export als DXF und DWG ist auch eine Ausgabe als intelligentes PDF möglich. Wir haben in unserem Projekt nun zwei zusätzliche Leitungen und einige Komponenten verbaut. Wenn wir diese anklicken, bekommen wir automatisch alle hinterlegten Parameter am Cursor eingeblendet. Als nächstes wollen wir uns ansehen, wie wir diese Änderungen in der 3D-Umgebung realisieren können. Wir aktualisieren zuerst die To-Do-Liste. Dadurch werden alle Änderungen aus dem PNID-Projekt geladen und farblich hervorgehoben. Wenn beide Programme nebeneinander geöffnet sind, wird die intelligente Verknüpfung schnell sichtbar. Markiert man einen Eintrag aus der To-Do-Liste, wird dieser sowohl im PNID als auch in der 3D-Umgebung hervorgehoben.
Wir möchten nun beginnen, die Rohrleitung an unserem Behälter zu konstruieren. Die Funktion Zeige von Zugpunkte unterstützt den Anwender dabei, die richtigen Anschlussstutzen am Behälter zu finden. Mit der Funktion AutoRoute können schnell und einfach Rohrleitungspfade erstellt werden. Durch das Anklicken der beiden Anschlusspunkte erzeugt SMAP 3D Piping automatisch einen geeigneten Rohrleitungsverlauf. Diesen können Sie hinterher nach Ihren Wünschen bemaßen und verschieben. Sobald wir die Skizze schließen, generiert Piping automatisch die komplette Rohrleitung. Dabei werden alle benötigten Fittinge aus der 3D-Bibliothek geholt und auf dem Pfad verbaut. Sobald die Rohrleitung fertig ist, handelt es sich um ein natives 3D-Bauteil in Ihrem CAD-System. Als nächstes wollen wir die Pumpe verbauen. An dieser Stelle möchten wir Ihnen zeigen, wie simpel es in SMAP 3D ist, Teile zu verwenden, die Sie nicht selber konstruiert haben. In diesem Beispiel haben wir die Pumpe als Step-File vorliegen, so wie Sie es vom Hersteller erhalten oder aus dem Internet geladen haben könnten. Wir platzieren das Teil in unserer Baugruppe und definieren die Position. Mithilfe der To-Do-Liste werden dem 3D-Modell die Komponentenattribute aus dem PIN-ID zugewiesen. Wir nutzen wieder To-Do-Listen-Funktionen, um eine neue Unterbaugruppe für die Rohrleitung anzulegen. Der etwas komplexere Leitungspfad kann mit der Funktion Manual Route frei nach Ihren Anforderungen gezeichnet werden. Wir beginnen an der Pumpe und zeichnen den Leitungsverlauf Richtung Behälter frei nach unseren Wünschen. Beim Skizzieren des Leitungspfades bekommen wir bereits eine Vorschau der späteren Rohrleitung angezeigt. Im Anschluss können wir den Pfad bemaßen. Nun haben wir außerdem die Funktion Basic Engineering aktiviert. Diese zeigt ein einfaches Modell der Rohrleitung an, sobald die Skizze geschlossen ist. Das hilft, um einen ersten Überblick über den Rohrleitungsverlauf zu bekommen. Später können wir das Modell mit nur einem Klick durch die Detailvariante ersetzen lassen. Nun fehlen in der Rohrleitung noch das Ventil und die Reduzierung. Wir können beides bequem aus der To-Do-Liste platzieren. Wir wählen das Ventil und platzieren es in der Baugruppe. Durch die Quick-Place-Technologie lässt es sich sehr einfach in die Leitung einsetzen. Genauso gehen wir mit der Reduzierung vor und platzieren sie bequem über die To-Do-Liste.
Nun berechnet Piping die Leitung neu und platziert automatisch alle zusätzlich benötigten Teile wie Flansche und Dichtungen. Mit der Funktion Remove and Adapt Pipe lassen sich überflüssige Rohrstücke unkompliziert entfernen. Bei Bedarf können die Leitungen unabhängig vom PIN-ID mit reinen Piping-Funktionen erweitert werden. In diesem Fall sollen noch Rohrhalterungen an einer Leitung ergänzt werden. Die Position der Halter können wir hinterher beliebig definieren. Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird die gesamte To-Do-Liste grün dargestellt. Das bedeutet, dass alle Informationen aus dem PIN-ID nun auch in der 3D-Baugruppe umgesetzt sind. Für eine Prüfung, ob gebogene Rohrleitungen auch so gefertigt werden können, bietet SMAP 3D das Produkt Bending Simulation. Die Software wählt nun aus einer umfangreichen Bibliothek an Maschinen und Werkzeugen die passende Kombination aus und überprüft, ob sich die ausgewählte Rohrleitung so biegen lässt. Mit einem Klick auf Details bekommt der Anwender ein Video, in dem der Biegevorgang simuliert wird. So sieht der Konstrukteur auf einen Blick, ob die von ihm erstellte Rohrleitung auch gefertigt werden kann. Mit SMAP 3D Isometric können schnell Fertigungszeichnungen der 3D-Rohrleitung erzeugt werden. Während der Generierung werden alle verfügbaren Informationen aus der Rohrleitung gelesen und zur Erstellung der Isometriezeichnung verwendet. Die fertige Zeichnung kann wahlweise als DWG oder DXF ausgegeben werden. Als PCF-Export bildet sie die Schnittstelle zur Fertigung. Anschließend können verschiedene Designs für die Darstellung ausgewählt werden. So wird bestimmt, in welcher Weise die fertigungsrelevanten Informationen auf der Rohrleitungsisometrie abgebildet werden. Die Isometriezeichnung kann in einem entsprechenden Programm angesehen oder weiterverarbeitet werden. Wie Sie sehen können, bieten wir eine Vielzahl verschiedenster Lösungen für den Anlagenbau. Weitere Informationen finden Sie unter smap3d.com.